Oh, servus Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge, zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Need for Speed Underground. Ja, letztes Mal war es ja soweit, dass wir die fehlenden Dateien wieder eingespielt haben. Jetzt muss ich mal gerade nochmal schnell schauen. Optionen, Audio. Ich glaube, wir gehen nochmal um eins nach unten. Einfach nur, um sicher zu sein, dass da alles passt. Und dann würde ich sagen, starten wir wieder durch. Wir sind jetzt, glaube ich, ungefähr da, wo wir dann zum Schluss waren, bevor ich Windows 10 geupdatet habe. Wobei ich mich daran erinnern kann, dass ich das Rennen hier gewonnen habe, aber auch daran erinnern kann, dass ich dafür relativ lange gebraucht habe. Darum spielen wir es jetzt auf super easy. Wir haben es ja letztes Mal schon ein paar Mal verkackt. Deswegen würde ich sagen, fahren wir das Ding jetzt einmal ganz kurz hier im Easy-Modus, damit wir das Ding abschließen können. Ich meine, wir haben es ja schon mal gewonnen, glaube ich. Und dann rutschen wir das Ding schnell runter. Und es sollte ja jetzt im Easy-Modus eigentlich dann kein Problem mehr sein. Ich betone extra eigentlich, weil ihr kennt mich. Auch das schaffe ich irgendwie zu verlieren. Und das ist nämlich das Problem, denn wir müssen ja gewinnen. Das ist eben nichts, wo wir irgendwie sagen können, jawohl, das bekommen wir schon irgendwie hin. Die Power Slide hier. Und dann hier wieder durch den Hängegarten. Oder Obstgarten. Einmal rum. Hier haben wir wieder unsere tricky Stelle. Da haut es mich entweder hier dagegen oder da vorne dagegen. Oder dann da unten dagegen. Und wir sind wieder innen dagegen. Also irgendwo fliegen wir immer dagegen. Ja, wie gesagt, eventuell müssen wir... es ist nicht garantiert, dass wir auch im Easy-Modus das hier packen. Aber, erste Runde haben wir geschafft. Allerdings jetzt schon kein Nuss mehr. Ist kein gutes Anzeichen dafür, dass wir da durchkommen. Schauen wir mal, wie es klappt. Nach dem Sprung hier sollten wir eigentlich schon wieder an der zweiten Stelle sein. Upsalari. Das war so nicht geplant. Vielleicht können wir uns da innen an dem vorbeisetzen, dann kann er uns ein bisschen mithelfen. Lol, du Arschloch! Der hat uns richtig abgeschossen. Und das könnte unser Tod sein. Denn ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskomme. Restart, ja. Das läuft ja schon mal gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber okay, wir probieren es auf ein neues. Da kann das dann schon klappen. So, wieder Vollgas, lieber Chaos. Und es ist eigentlich nur ein 5-Minuten-Rennen hier. Das heißt, es sollte eigentlich in 5 Minuten erledigt sein. Aber, naja. Jetzt konzentriere ich mich einfach mal. Sagt er und fuhr beinahe wieder gegen die Mauer. Aber es war taktisch Absicht, um euch ein bisschen zu verwirren. Oh, diesmal sind wir schön rundherum gekommen. Einer hängt bei uns an den Fersen, die anderen sind ein bisschen weiter weg. Ich vermisse einfach meinen Speedbreaker, den es eigentlich ja erst nach diesem Game zur Einführung geschafft hat, aber ihr wisst, was ich meine. Mit Speedbreaker würde das Ganze hier nicht passieren. Jetzt gehen wir mal extra hier vom Gas, fahren den weiten Weg außen und rum. Und dann kommen wir die Runde tatsächlich mit quasi noch vollem Nuss als erstes übers Ziel. Ich glaub's ja nicht. So, jetzt noch zweimal das Ganze. Der darf von mir aus erstmal vorbeifahren. Und hier bin ich dann wieder vor ihm. So. Ja, so gefällt mir das schon besser. Erstmal den einen auch ein bisschen auf Abstand bringen. Hier auch schön rumgekommen. Jump. Ja, der eine ist wieder ein bisschen näher gekommen. Das gefällt mir wiederum nicht so. Mal schauen, was wir da noch
an Tricks rausholen können. Das war eigentlich nicht so geplant, dieser Mega Power Slide, aber wir konnten ihn zum Glück ein bisschen aufhalten. Das ist schon mal sehr wichtig gewesen. Da ja nicht innen reinfahren, das kann auch nämlich sehr schnell zu einem Problem führen. So, wieder außen und rum. So. Dann machen wir das Ganze jetzt noch einmal. Und dann sollte das hoffentlich passen. Kommt mir schon wieder sehr gefährlich zu nahe. Bin ich kein Fan davon. Jetzt, wenn es dann in den Hängegarten reingeht, da wenn er glaube ich vor uns wäre, wäre gar nicht gut. Sind aber gut reingekommen. Die Abkürzung genommen, aber das ist egal. Wir probieren nochmal mit ein bisschen Noss, wenn wir hier ja vor ihm rauskommen. Und alles Noss, was wir haben. Jawohl, liebe Leute, so muss das ausschauen. So sollte es eigentlich von Anfang an ausschauen, aber okay. Glückwunsch. Jawohl. Passt. Und weg damit. Den Scheiß wollen wir nie nochmal haben. Auf keinen Fall. Din, 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 din. Oh la la, bitches. Import sooner, dude. You want on their cover? You gotta win this next race. Oh yeah, wie ich auf das Cover von den Leuten will. Aber hallo du. So. Ja, das machen wir erstmal super hier. Vergessen wir, dass wir da kein Noss haben. Oh, 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 das geht sich nicht aus. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Ton irgendwie ein bisschen verbuggt ist. Ich weiß nicht. Das wäre jetzt blöd gewesen, wenn wir den verloren hätten. Nein, den hätten wir auch gebraucht. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nein, Bitch. Da war doch eigentlich schon sicher. Im Gegensatz zu unserem Sieg. Da war alles andere als sicher. Das geht ja auch nicht aus. Scheiße. Leute, wir werden das nicht gewinnen. Wir bräuchten jetzt dann hier noch ein paar super Kolossiale.
Und die bringe ich mit dem Auto nicht zusammen. Versuche rauszuholen, was geht, aber es ist einfach nicht mehr drin. Und die werden zum Schluss nochmal richtig anziehen. Ich bekomme einfach keine gescheiten Skills mehr. Keine gescheiten längeren Drifts mehr. Nur noch so great oder irgendwas. Der muss es jetzt bringen. Tut er aber nicht. Ja, Leute. Das war's. Das hat nicht geklappt. Der Skyline, der ist nicht so optimal zum Driften, muss ich sagen. Da werden wir wohl eher einen anderen brauchen. Ich weiß bloß nicht mehr, welchen wir gehabt haben. Aber einen anderen auf jeden Fall. Das heißt, wir fahren erstmal nochmal ganz kurz hier den Rundkurs. Und dann wechseln wir das Auto und probieren das Ganze nochmal mit einem anderen Auto, in der Hoffnung, dass wir dann da besser vorankommen. Chunky XL, Action Radius. Ein 4-Runden-Kurs, na toll. Freue ich mich jetzt schon drauf. Mit Verkehr natürlich. Das wird was werden, Leute. Aber wenigstens haben wir wieder Old Classic Need for Speed Underground 1 Musik. Wir müssen hier rechts abbiegen, fällt mir gerade auf. Und da hat sich jemand abgeschossen. Wir sollten das lieber nicht zu früh rausbesauen, weil wir sind meistens dann nicht weit davon entfernt, selber uns abzuschießen. Wobei meistens passiert das erst in der letzten Kurve von der letzten Runde. Wenn wir Erster sind natürlich. Und der eine, der holt gerade wieder richtig stark auf. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier die Abkürzung fahren soll oder lieber nicht. Ich würde mal sagen, lieber nicht. So. Wow. Was für eine Scheiße. Oh Mann. Ich glaube, die erste Runde kann man noch nehmen, weil da haben wir noch nicht so den Schwung. Aber dann ist es besser, wir fahren aus darum. So gut durchgekommen. Lol. Dahinter lässt eine ganz schöne Staubwolke da vor uns. Hey, was macht der, wenn wir da? Okay, vielleicht ist es doch besser, wir fahren die Abkürzung. Weil es macht keinen Unterschied scheinbar. Okay, der hat sich schön abgeschossen. So wie wir uns halt jetzt auch wieder. Ja, geht der scheiß Speedbreaker ab. Ich weiß, dass ich in die falsche Richtung fahre. Depp. Ja, komm, oder? Ach ja, auf ein neues. Wow, der ist jetzt gleich instant abgeschossen.
leck mich doch. Das Game mit seiner scheißblöden Hitbox. Ich krieg's kotzen. So, auf ein neues. Erstmal Vollgas. Lass den Ender gegen die Mauer fahren. Und versuchen unser Glück. Fährt der ganz außen? Ja, natürlich fährt der ganz außen. Lol. So far so good. Problem ist, wir haben noch drei Runden dann. Das ist einfach das Schlimmste an dem Game, diese blöde Hitbox. Aber das hat uns wenigstens ein bisschen Zeit gebracht. So, wir fahren diesmal außen rum. Nicht, dass wir da wieder so irre abheben. Das war knapp. Das ist auch schon mal schief gegangen. Nein, nicht diese blöden Baustellenschilder mitnehmen. Die wiegen nämlich 26 Kilo. So sind sie nämlich programmiert. Ja, ich hasse es immer, wenn ich zu früh einlenken will. Dann habe ich Angst, dass ich gleich gegen irgendwas donner mit meiner überdimensionierten Hitbox. Nein! Arschloch! Scheiße. So, wir haben ja dann noch eine Runde, aber wir sollten auf jeden Fall an dem Band dranbleiben. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass er mir quasi den Weg weist. Da darf man eigentlich nämlich nicht mit dranbleiben. Eieieiei. Leute, ich befürchte, das könnte mal wieder eng werden. Das ist alles ausgegeben. Jetzt kommt es rein drauf an. Wer bekommt den besseren Weg? Und wer fährt sich nicht einfach dann gegen das Ding ab? Leute! Es ist zum Kotzen. Ab sofort fahre ich diese Scheiße nur noch auf Easy Peasy, weil ich keine Bock mehr habe.